Ja, und jetzt starten wir mit Instagram und der Hashtag heißt Passt natürlich. Das ist nämlich der Slogan von WMS. Ja, heute im Deutschen Schuhinstitut hier in Offenbach geht es ja mal wieder um das Thema Schuhe, worum auch sonst. Ein Thema, über das man wirklich stundenlang, tagelang eigentlich immer sprechen könnte. Aber es geht heute mal gar nicht so um die Erwachsenenschuhe, sondern es geht um Kinderschuhe. Und da freue ich mich, dass ich eine Expertin begrüßen kann. Ich glaube, mit Fug und Recht kann man sagen, die Kinderschuhexpertin in Deutschland, hier im Deutschen Schuhinstitut. Das ist Annette von Czarnowski und mit ihr möchte ich heute so ein bisschen plaudern über das, ja, worum es eigentlich geht, worauf es ankommt bei Kinderschuhen. Und ja, Annette, ich begrüße dich. Claudia, wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, dass wir uns, ich sag mal jetzt auch über Instagram, über die sozialen Medien, mehr mit Kinderschuhen beschäftigen wollen? Ja, ich denke, das ist ein ganz modernes Medium und ich glaube, es ist wichtig, weil wir hier beim Deutschen Schuhinstitut zunehmend wirklich Anrufe, aber auch Mails bekommen von Eltern, von sogar Großeltern, die ja besorgt sind zum Teil oder zumindest ja Know-how haben wollen darüber, was eigentlich wichtig ist bei Kinderschuhen. Und ja, da sind wir Ansprechpartner, das machen wir jederzeit gerne. Aber ich glaube, das in so ein modernes Medium zu packen, finde ich eine prima Idee. Finde ich super. Wir sind ja sowieso schon auf Facebook unterwegs und auch mit PR-Texten für die Händler. Ja, und jetzt starten wir mit Instagram. Wir haben natürlich auch einen Hashtag und der Hashtag heißt Passt natürlich. Das ist nämlich der Slogan von WMS. Ihr dürft oder Sie dürfen gespannt sein, nicht nur Eltern, sondern auch Händler. Ich freue mich, wir drehen gleich unseren ersten Beitrag. Ja, ich freue mich auch. Lass uns loslegen. Genau.